jetzt seid gewusst, meine Zwerge genommen habe und eingeladen zu einem neuen Part. Pokémon Y mit dem Zwergenfürst. Und da wären wir hier vor der Arena von, ich weiß nicht, René Villas, die Gleiters Lino. Und ich würde mal sagen, starten wir heute hier in den Arena-Kampf, in die Arena-Herausforderung von Gleiter Lino. Ja, auf geht's. Das Team ist hoffentlich geheilt. Und wir haben genug Items für die Herausforderungen dieser Arena dabei. Ich schau mal kurz nach in den Beutel. Na, haben wir hier noch mit dabei in der Heilungstasche. Supertränke 12. Ja, die Pokémon sind geheilt. Auf geht's. Muss reichen. Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie geht's? Wie steht's? In dieser Arena dreht sich alles um Pokémon vom Typ G-Stein. Die sind unter anderem im Nachteil gegenüber Stahl- oder Wasser-Pokémon. Es ist fast schon niedlich, gegen wie viele Pokémon-Typen die Gesteins-Pokémon sich schwer tun. Untersuche von den blauen Feldern aus die Steilwälder, um dich an ihnen nach oben und links und rechts zu bewegen. Natürlich auch nach unten. Nun, so gelangst du zum Arenaleiter. Na dann, Kletterparcours heute hier. Wird mal ein bisschen hoch und runter geklettert. Versuchen wir mal ein bisschen die Trainer zu umgehen. Die brauchen wir nicht alle zu bekämpfen. Kommen wir möglichst heile beim Champ an. Im Arenaleiter meine ich natürlich nicht beim Champ. Den werde, glaube ich, mal ziehen. Nicht alle Trainer dieser Arena herauszufordern. Na, so kann man zum Beispiel den einen umgehen. Dann nehme ich dir mal den Gebirgspass. Das ist, glaube ich, ein Pass. Was sind es denn? Och Mann, der war schlecht. Aber gut. Der war schlecht, aber gut. Ja. Auch nicht schlecht. Okay, hier unten lang. Da oben steht einer. Gegen den müssen wir wahrscheinlich kämpfen, gegen die oder auch nicht. Ja, wie man hervorragend Trainer umgeht, um dann so wahnsinnig unterlevelte Pokémon zu haben. Und das hier bei meinem Let's Play. Die haben wir, glaube ich, jetzt alle Trainer umgangen. Ja, perfekt oder auch nicht. Wie man es nimmt. Die sollte man, glaube ich, bekämpfen. Aber was soll's. Das war ein schneller Aufstieg. Ich habe dich schon erwartet. Also jetzt nicht dich im Speziellen, aber eben einen würdigen Herausforderer. Mein Hals, meine Arme und meine Beine habe ich ausgestreckt nach jemandem wie dir. Du hast die Steilwinde bezwungen. Und das sogar sehr schnell. Das allein ist bereits eine große Leistung. Ich werde also mit meinem langen Hals sowie meinen langen Armen und Beinen kämpfen. Nun ja, beim Klettern sind lange Arme und Beine sicherlich von Vorteil, aber beim Pokémon-Kampf? Wir werden es gleich sehen. Arena-Kampf, auf geht's. Er streckt sich nochmal und fordert uns heraus. Versus Lino. Eine Herausforderung von Arena Latalino. Amarino wird eingesetzt. Sehr nice. Zwei Pokémon. Na, das kriegen wir doch hin, oder? Das wird doch machbar sein. Wie wirkt's denn mal mit Feenbrise? Bodycheck. Oh, bei. Ja, das Team ist halt noch unterlevelt. Kann sein.
Svegina, die hält doch einiges aus. Und das Relaxo zu unserem Team. Na, Schlecker vielleicht. Bankrott, Jande, Supermarktkette. Schwarz. Okay, das bringt nicht ganz so viel wie gedacht. Ein Tackle vielleicht, vielleicht bringt das ja mehr. Ja gut. Zwergina hält zwar einiges aus, aber... Ja, das bringt dann auch nicht alles. Man braucht auch gute Attacken. Bodycheck zum Beispiel. Wird Zwergina irgendwann lernen. Aber ja, das ist nicht ohne. Wenn man auch gut angreifen kann. Das wäre gut für einen Kampf. Gerade für einen Arena-Kampf. So, Glied. Dann machen wir mal. Ich würde gerade sagen, bereiten wir den jetzt ein Ende. Und das war ja eigentlich schon klar. Papino wurde besiegt. Na dann. Markus. Du bist dran. Nasekratz. Bartkratz. Da muss ich mir mal ein bisschen am Näschen kratzen. Sorry. Kommt mal vor. Da sind wir schon paralysiert. Ja, das läuft gerade nicht so optimal, dieser Kampf. Wir sind immer noch beim ärgsten Pokémon. Ich glaube, wir müssen hier mal trainieren. Ein Trainierungspart machen. Das endet sonst eher nicht so gut. Na komm. Wir haben das Spiel doch schon mal zu Ende gespielt. Das kriegen wir doch noch mal hin. Das ist doch ein Let's Play again. Schaffen wir doch. Das werden wir doch wohl mit ein wenig Training hinkriegen. Ja, Markus mal weiterkämpfen. Balgoras. So eins habe ich auch im Team. Wie wäre es denn im Psychstrahl? Ja, Markus geht gerade nicht zu spitze. Ja, das ist wahnsinnig übertrieben. Ja, mein Pokémon, Erik. Mein Wasser-Pokémon. Ja, Hilfe. Vielleicht müssen wir doch mal mit den Trainern, die unten am Hang stehen, trainieren. Das sieht nicht so optimal aus. Wir scheinen nicht so sehr gewappnet zu sein für einen Arena-Leiterkampf. Das bedarf noch ein wenig Training, ein klein wenig. Oder jede Menge Tränke für Let's Play Markus. Für Markus, nicht Let's Play Markus, nur Markus. Biss. Na komm. Hey, nein, nicht du. Mein Balgoras. Warum das keinen Namen bekommen hat. Mal auf ein Rätsel, aber gut. Na, dann war es das wohl. Balgoras besiegt, Zwergpferdkenner, Pokémon mehr. Ja, so sieht's aus. Lass uns erstmal dein Team heilen. Und dann werden wir heute noch einige Versuche starten und zumindest mal die anderen Trainer herausfordern. Wäre vielleicht ganz klug, da nicht dran vorbeizuschreiten. Erstmal an den schwächeren Trainern trainieren und dann uns an den Boss wagen. Ist, glaube ich, eine ganz in Ordnung Taktik. Kann man so machen, würde ich sagen, oder? Na dann, auf 1-0. Diesmal hier entlang. Fordern wir ihn heraus. Den ersten Trainer hier, der den Weg versperrt. Training für unsere Pokémon. Ich bin so kaputt vom Training und Klettern, dass ich erst mal eine kurze Verschnaufspause brauche. In einem Kampf. In einem Arena-Kampf. Ja, okay. Antonio. Mit einem Gesteins-Pokémon des Namens Nitromit.
Ja, so heißt es. Rankenlieb, würde ich mal sagen. Versuch's. Versuch's leer. Ja. Das war wohl nicht sehr effektiv. Regina, ja, du bist wieder dran. So viel zum Thema Training. Was habe ich denn in den letzten Parts gemacht? Wahrscheinlich kein Training. Das habe ich wohl mal wieder ausgelassen. War ich wohl mal wieder ziemlich schlecht. Das ist irgendwie, ist so eine Krankheit bei mir. Das ist eine Sache. Nee, habe ich schon seit meinem ersten Let's Play, seit Pokémon Y. Ja. Seit meinem ersten Pokémon Let's Play, Pokémon Y 2016. Ja. Einfach die Kämpfe vermeiden. Die Pokémon wären schon von alleine stark. Die brauchen keine Kämpfe. Wozu denn auch? Ja gut, und zwei Gegner kann da ein wenig ausrichten. Ja, hat noch nicht so die Mega-Attacken. Hält zwar ein bisschen was aus, aber es reicht auch nicht, um den Kampf zu entscheiden. Und da wurde sie besiegt. Ja gut. Und dann hältst du Papageno Schnabel. Hältst den Schnabel Nitromit. So. Okay, den werden wir doch wohl klein kriegen. Den kleinen Trainer hier. Na komm. Attacke. Na komm, noch einmal Schnabel. Dann haben wir's. Na, dann haben wir's nicht, aber dann wurde Nitromit zumindest erstmal besiegt. Ja, ein Zierkampf mit meinen doch sehr schnappen Pokémon. Gegen zähe Gesteins-Pokémon. Sind zwar sehr anfällig gegen alles, aber gut. Jetzt mit einer Blutattacke gegen ein Wasser-Pokémon, ein Wassergesteins-Pokémon, ist jetzt vielleicht nicht das Beste. Ja gut. Das bringt's auch nicht gerade. Da wurde Papageno besiegt. Ja. Übrigens sehr guter Name. Sehr guter Name für ein Pokémon. Ja, Psystrahl. Wie wär's denn damit? Was kann das ausrichten? Nicht genug. Oh wei. Ja gut, wenn nicht mal mein stärkstes Pokémon aushalten kann, da frage ich mich, was soll das werden? Ja gut, Balgoras vielleicht? Mein komplettes Team ist schon bei diesem Kampf hier kaputt. Aquaknarre, das wird er nicht aushalten. Doch, wird er. Ich hatte nicht so viel Vertrauen in Balgoras. Tut mir leid. Geduld. Na komm. Geduld bringt dir gar nichts. Ich werde dich trotzdem besiegen. Na komm. Den hast du fehlgeschlagen. Na komm. Ja, so viel zu viel geschlagen. Balgoras ist eingeschlafen. Dann mal ein Beutel. Statusmittel. Da haben wir natürlich keinen Aufwecker. Das ist sehr gut. Können wir nur hoffen, dass er rechtzeitig aufwacht. Denke ich aber nicht. Denke ich eher nicht. Dann muss wohl mein Shellock als letztes kämpfen, die letzten paar Punkte abziehen. Ja gut.
wenigstens einen Trainer in dem Arena-Ordner in der Arena besiegt haben. Das ist zumindest mal was. Ja, mit all meinen Pokémon gegen zwei Schwache. Das sollte mir zu denken geben. Ja gut. Aquaknarre. Ja, gegen. Aber was soll es, waren immer noch ein paar KP. Neues Level für Erik. Level 20. Turbodreher, ja bitte. Das können wir ganz gut gebrauchen. Yep. Du hast den gegen Panzerschutz. Ja, das bringt uns eh nichts. Und Panzerschutz vergessen und Turbodreher erlernt. Ja, ist zumindest was, womit man kämpfen kann. Ich bin total kaputt, aber im positiven Sinn. Zwergenfee gewinnt 2760 Pokémon der neuen GC aus dem Kampf gegen den ersten Trainer in dieser Arena hervor. Speichern wir mal kurz ab. Den Erfolg muss man sich speichern. Ja, sofern man das Erfolg nennen kann. Dann gehen wir mal ins Pokémon Center. Das Team heilen. Und dann an den nächsten Trainer. Auf das wir immer stärker werden. Und irgendwann Kraft genug haben, den Pokémon Arena Leiter herauszufordern. Ich glaube zwar nicht dran, aber könnte ja klappen. So. Schwester Joy. Reden kann ich auch nicht mehr. Schwester Joy. Ja. Na dann. Der dritte Versuch in der Arena. Naja, nicht der dritte Versuch. Wäre der zweite. Aber weiter geht's. Holen wir uns die Trainer, knüpfen wir uns die vor. Nacheinander. Und irgendwann sind wir vielleicht reif. Vielleicht. Ganz vielleicht. Reif für den Champ der Arena. Was, hier steht keiner um die Ecke? Ich dachte, hier werde ich in der Sackgasse herausgefordert. Und dann wohl diese Wand hier. Wie geht's weiter? So. Hinunter da. Dann machen wir heute einen Arena-Part. Und den nächsten Part fordern wir dann den Arena-Leiter raus. Haben wir heute schon. Vielleicht, ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht trainiere ich offscreen mal ein bisschen, aber ich schaff's ja eh nicht. Schaff's schon bei Punkt an Gelb nicht. Also gut, ich bin bereit. Mal sehen, ob du eine Schwäche in meiner Verteidigung findest. Ja, eine Schwäche in meiner Verteidigung finden. Lorenz. Der Lorenz greift an. Ups, Lea. Na dann, Rankenhieb, man kann es ja immer wieder versuchen. Und Lea. Pokémon, jetzt wo die sind, ganzen Pokémon gegen Gespenst. Pokémon sehr gut, habe ich zumindest gehört, sagte man mir. Dann vielleicht jetzt mal mit Markus. Mit Markus weiterkämpfen. Da ist gerade eben die Kamera ausgegangen. Ja, musste ich mal gerade. Nicht die Kamera ist ausgegangen, der DS ist ausgegangen. So rum. Musste mal das Ladegerät anschließen. Ja gut. Kommt auch vor. Kurzer Schnitt. Hier waren wir hängen geblieben. Kämpfen wir gegen ihn. Das muss ich nicht mehr noch vorlesen. Lorenz mit seinem einen Pokémon Kiesling. Was für ein Kiesling. Sowas Kieses. Ja, am besten nicht leer.
tauschen wir die gleich mal ein. Markus. Und den waren wir dabei. So. Komm raus, Markus. Kämpfe. Nebenstelle. Okay, das tut sehr wenig. Na komm, den werden wir doch wohl hier noch besiegen können. Psy-Strahl. Okay. Alles klar. Psy-Strahl. Mit der Attacke ab. Okay. Alles klar. Dann halt ein Supertank. Verschwinden wir den mal hier. In diesem Kampf. Ja, das ist schon irgendwie deprimierend, dass mein Team so schwach ist. Das ist ein Let's Play again. Wir dürfen es doch nicht versauen, wir dürfen es doch nicht schlechter machen als in 2016er Let's Play. Das können wir doch nicht machen, das ist doch, das ist, kann doch nicht die Möglichkeit sein. Markus wurde besiegt. Stöhnen, seufz, echt's. Zwergina, jetzt setze ich mir den Rest meines Teams ein. Nacheinander. Vielleicht werden wir es ja irgendwann mal hinkriegen. Na komm, ein bisschen was muss das doch bringen. Ein bisschen was. Okay, der hält auf jeden Fall lange aus. Kiesling halt auch, aber... Ja, dann dauert der Kampf ewig. So kann man den Fahrt auch füllen. Alles klar. Na dann. Was für ein Part heute. Ja, ein ernüchternder Part. Sowas muss auch manchmal sein. Training ist das A und O. Und ich tue alles, um drum herum zu kommen. Ja, ihr kennt meine Pokémon Let's Plays ja. Oder wenn ihr es nicht kennt, hier habt das. Und so sind meine Pokémon Let's Plays. Und so sind sie alle. In Pokémon Let's Go Evoli habe ich noch das Glück, dass ich da nur Pokémon fangen muss, um zu trainieren. Ja, das kriege ich vielleicht noch hin, aber so viel jetzt zu Gina wohl auch nicht aus. Na komm! Du kriegst doch wohl besiegt. Nicht. Katapult. Ah, verdammt. Da war's. So geschehen. Papagino macht den Rest. So, eine lyrische Figur. Ein Vogel-Pokémon. So, den Kiesling haben wir besiegt. Ja, da waren es nur noch der Arenaleiter und einige andere Pokémon-Trainer in dieser Arena. Arr, bei einem Kampf greift man auch an, wenn man keine Schwäche beim Gegner findet. Ach was. Zwergfee gewinnt 1344 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Wanderer hervor. Ja. Und so weiter. Ich glaube, wir kämpfen jetzt mal mit den Pokémon weiter, die wir haben. Und dann gehen wir halt K.O. und geben das Pokémon Center und so weiter. Versuchen wir es mal. Zwei Pokémon, die gehen nicht so schwer. Das dürfte man doch hinkriegen. Sonnenfell, Lea. Ja, Lea jetzt nicht unbedingt, aber... Erik, wie sieht es denn jetzt dem aus? Ein Wasser-Pokémon gegen Sonnenfell könnte doch, könnte was werden. Muss nicht, könnte aber. Ja. Okay, wie wär's mit Aquaknarre? Ansonsten Turbo-Trier. Ja. Kann man machen. Okay, die Attacke bringt einiges. Na komm, Turbo-Trier. Zeig, was du kannst. Nicht viel.
Ja gut. So viel dazu. Dann also wieder Papageno. Na komm. Hoch zu Kieb. Vielleicht. Ja, gut. Das ist jetzt nicht so optimal. Das hält aber auch aus. Jetzt ist an dem Wirbel den Feuer gefangen. Ja. Na komm, hoch zu Kieb. Ja, Schnabel. Soll Schnabel etwas bringen? Ich glaube nicht. Ich glaube kaum, dass das was bringt. Man könnte es versuchen. Papageno, mein Feuervogel. Hat noch nicht so wirklich die Feuerattacken. Ist ja auch noch nicht wirklich trainiert. Ist erst Level 21. Und besiegt. Ja, Balgurs. Gesteins-Pokémon. Fossil-Pokémon gegen Gesteins-Pokémon. Vielleicht bringt es ja was. Ein Biss. Ein Biss ist, glaube ich, der einzige Attacke, die mit Balgurs etwas bringt. Oh! Und die bringt wirklich was. So ein Fehl besiegt. Nice. Neues Level für Balgurs. Nea erreicht Level 13. Auch gut. Luna-Stein. Was auch sonst. Und zum Kampf. Haben ja viele vermutet, dass das die Nachfolgegeneration zu Pokémon Y wird, also das, was dann Pokémon Sonne und Mond wurde, nach Omega Rubin und Alpha Saphir. Das haben lange Zeit viele vermutet. Sunfee und Lunastein. Lunana ist von euch das legendäre Pokémon geworden. Es sind wirklich Sonne und Mond geworden. Ein Luna-Stein und so viel Generation. Und jetzt kommt ja demnächst Schwert und Schild raus. Da bin ich auch gespannt drauf. Haben wir jetzt einige Pokémon Let's Plays hintereinander. Aber gut, Pokémon Y ist jetzt eher inaktiv. Und die werden sowas von verkacken. Luna-Stein wird ja zum Boden richten. Grundrichten. Und ja gut, das ist nur wieder Game Over. So viel dazu. Ja, hem. Versuchen wir es nochmal oder lassen wir es? Nächsten Part. Ich weiß nicht, wie lange ist dieser Part schon. Kann man das so lassen? Reicht das für einen Part? Ein bisschen was wagen. Naja. Auf jeden Fall noch ausbaufähig. Meine Kampftaktiken. Und meine Kampfvermeidungstaktiken. Ja, mein Team ist nicht sonderlich stark. Training und nochmal Training. Wir müssen ins hohe Gras um den Trainer kämpfen. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Da müssen wir mal ein bisschen an uns bauen. Ja. Ich würde mal sagen, Däumchen nach oben sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwangfest verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich im nächsten Part auf meinem Kanal wieder. Da geht's hier weiter. Im nächsten Part von Pokémon Y kämpfen wir mal gegen sie. Und dann geht's vielleicht weiter. Und wir versuchen den Arena-Leiterkampf. Naja, vielleicht schaffen wir es mal irgendwann nach dem 6., 7. Versuch. Naja, bis dahin. Ciao.